Ach, die ganzen Monde. Oh, die hätte ich erst gern so. Alter, ich mag Monde haben hier. Ich mag Monde. Saftfusskraftwerk, das ist unser nächstes Ziel. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. So, bevor das große Event hier in der Stadt morgen losgehen kann, brauchen wir irgendwie noch Strom. Und ja, den müssen wir schnell bekommen. Ja, dafür gehen wir nochmal geschwind zur Stadthalle, sprechen nochmal mit der Bürgermeisterin, um dann zu schauen, wo denn genau wir eigentlich hin müssen, damit wir Strom bekommen. So, und damit wir schneller sind, fahren wir mit diesem sehr schönen, upsala, Motorrad hier durch die Gegend. Nach Möglichkeit ohne einen Unfall zu bauen. Aber das ist leider nicht immer möglich. So, und dann fahren wir direkt schon mal hier rein. Ne, geht nicht, scheiße. Wobei, hier war nicht mal unser Festivalplatz. Das war, upsala, kein Überfahren. Wir sind nicht in CTA. Anders, doch, doch, das auch, das war's schon hier. Das war's schon hier. Oder? Zumindest hat da jemand irgendwas zu sagen. Hey, willst du im Stromkraftwerk runter? Dann probier es doch mal mit einem der großen Kanaldeckel. Okay, dann machen wir es doch gleich so. Und suchen einen Kanaldeckel auf. Da haben wir doch einen Kanaldeckel. Ich glaube, hier sind wir irgendwie richtig, ne? Oder? Ich bin hier, um nach dem Stromkraftwerk zu schauen, wenn ich nur diesen blöden Kanaldeckel hochbekommen würde. Beeindruckend, dein Kunststück eben. Hut ab. Ja, bitteschön. Null Problem. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier reinspringen, oder? Egal, wie krass das jetzt wirkt. Hui. Ich hoffe, das überleben wir. Alles andere wäre nicht gut. Alles andere wäre gar nicht gut. Stromkraftwerk im Untergrund. Okay. Hui, das sieht ja ganz schön heavy aus hier. Und der Typ scheint, dass er aber Angst hätte vor dieser Riesenpflanze. Hier ist einfach mal eine Maus. Ja, geh, kann hier ja mal sein, ne? Oh Gott. Es erinnert mich an diese Dinger. Nee. Auch da. Ah, da. So, wir haben jetzt. Gott. Ich glaube, wir müssen hier hochspringen, ne? Upsala. So. Müssen wir das hier aktivieren? Für Münzen. Und ich glaube nicht mehr, denn wir müssten mal so entkommen. Wieso hier nicht? Oder warte mal, da brauchen wir es. Schlecht. Nein, 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 nein! Und rein in die. In dieses gewisse Etwas hier. Nicht gerade sehr vorteilhaft. Okay, Versuch Nummer 2, Season. Was machst du denn hier? Ey, es ist so, als ob ich betrunken wäre. So. Moment. Nein. Ich bin jetzt sogar auch betrunken. You never know it. So, hier ging's easy. Upsala. Nö, hier müssten wir eigentlich so hochkommen. Na, ja, das ist auch ein toller Hutsprung. Aber ich habe eine Idee, wie wir das jetzt hier lösen. Weil hier soll man so nicht scheitern am Anfang vom Level. Was man gerade allerdings tun, aber nicht gewollt ist, um das hier mal ganz klar auszudrücken. Dann.
Dum, 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 dum. Jetzt, was hat es also erst für Wind gemacht hier? Mei, das ist einfach nur aus Dummheit, so. Nein, wow. Jetzt ist beide in diese eklige Blöre da reingesprungen. Die Gott ist ver... Nein. Das hast du, diese Fiese. Puh, was für Glück, dass die jetzt nicht erwischt haben. Yay. Ich glaube, wenn wir genug Anlauf nehmen, genau, hat man ja auch hoch. Also ihr sollt nicht anfangen, mich so untersetzen, habe ich so einen Eindruck. So. Gut, wo kommen die beiden? Genau noch. Jetzt hat. Ja gut, aber es ist was untersetzen. Tja, wie komme ich das hier hin? Weil ich sehe nirgends für irgendein Ding, was das hier schon bewegen bringen könnte. Bedauernswerterweise, das heißt, du musst ja wohl springen. Das wird doch nie im Leben gut gehen. Ich sehe kein so ein Schneideding oder sowas. Ah! Upsala! Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Gut. So, nein, ihr braucht es nicht dran zu hängen, Mario. Das ist unnötig. Oh, haben wir sogar noch. Ja gut, das brauchen wir gerade nicht. Verreckt immer keinen Gegner, nur ein bisschen zuerst so aus Dummheit. Aber ich habe das Prinzip verstanden, das ist immer schön. Ungefähr als ob ich jetzt. Scheiße. Damn it, son! Dieses Ding ist complicated. Ich hätte aber eigentlich voraussehen können. Also. Ein letztes Mal werden wir den Teil hier noch machen müssen. Ein letztes. Ich hätte es viel einfacher machen können. Als wir es endlich gemacht haben. Yay! So. Irgendwie diese drei Dinger, die gegen auch schon an vorbeifahren sollten. Nee? Scheiße, ey. Ich bin ja viel unkoordinierter wie. Zuerst geplanterweise. Also, den Fall ist dieses Herz gar nicht mal so schlecht platziert. So. Hier ist, glaube ich, gutes Timing treffen. Hä, der verreckt man das sofort, wenn das Timing nicht passt. Alter, das ist wer die Stelle. Das ist complicated. Weil da wirklich perfektes Timing haben muss, sonst ist man da wirklich aus. Aber es ist out und vorbei. So. Ja, geht immer schön die Fliege machen, wortwörtlich. Ha! Nee. Ist irgendwie so. Diese beschissene Plöre, ey. Jedes Mal aufs Neue springe ich da aber auch noch rein. Ja, ihr könnt euch mal ganz dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Danke. Und hier heißt das jetzt ja wirklich gut Timing. Das ist verdammt mal nicht einfach.
Aber wir haben es geschafft. Rein da. Puh. Ich sehe ganz gern selbst, nach was in meiner Startphase geht, das schließt auch das Stromkraftwerk mit ein. Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also ein bisschen nach unten geschafft. Ja, sowas gibt's. Die sein Kiffe. Fuck it, dann. Weil ich hier einfach irgendwas gerade sehe in dieser beschissenen Ansicht, ne? Das müssen wir hier gar nicht mal. Doch. Doch. Geht's da runter? Ne, da geht's gar nicht hin, okay. Oh, gut, ich glaube, wir müssen diese Pflanzen irgendwie töten, so. Das ist nicht so völlig. Und gerade vernichte dabei. Ah, Menschen. Aber nein. Was selbst schon, wie ich das. Oh Gott, ich bin eine Ansicht. Persönlich wird die unten nicht gut gelungen. Ah! Okay, ich kapiere. So, drauf. Ah, jetzt sind die weg, okay. Gut zu wissen. So, jetzt können wir uns den Stern nehmen. Yes. Huhu, einen Stern halten. Ja, Saft fürs Kraftwerk. Oh. Okay, it looks like, dass wir jetzt Saft haben sollten, oder? Oh, ich musste, glaube ich, noch oben drauf springen. Und dann geht's los. Ach, die ganzen Monde. Oh, die hätte ich erst gern so. Alter, ich mag Monde haben hier. Ich mag Monde. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit viel Talent. Herzlichen Dank. Nun steht ein Festival nichts mehr im Weg. Tja, wie das Festival sein wird, werdet ihr im nächsten Part sehen. Ich weiß, der Part hier war dementsprechend nicht so lang, aber das Festival wollen wir uns für den 24.12. aufheben. Dementsprechend macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao!